Spielmanns- und Fanfarenzüge haben im Mönsfeldischen eine lange Tradition. Seit mehr als 130 Jahren gibt es beispielsweise den Ziegel-Röder-Spielmannszug, der zum letzten Mal 2018, wie hier im Bild, Ausrichter der Landesmeisterschaften damals in Helpra war. Die Musikvereine haben eigentlich im Frühjahr Hochkonjunktur, proben neue Stücke und bereiten sich auf Meisterschaften und zahlreiche Auftritte in der Region vor. Doch während der Corona-Pandemie ruhen auch hier Trainings- und Spielbetrieb. Ja, bei den Spielmannszügen in Zierroda sieht es genauso aus wie bei allen anderen Spielmannszügen, wie bei allen anderen Vereinen. Es ist bei uns seit 13. März im Vereinsleben also Übungsstundenstille. Wir haben Ruhe, wir haben Pause, wir treffen uns nicht, wie das natürlich so auch gewollt und wie wir das auch machen, wo wir uns auch anhalten an dieses Kontaktverbot. Ja, das Vereinsleben steht im Moment still. Wir funktionieren im Moment so ein bisschen über WhatsApp, über das Neueste, was gibt's, was haben wir, was können wir, was machen wir, was gibt's Neues. Ist natürlich für uns in diesem Jahr auch sehr schwierig, alles auf der Reihe zu kriegen. Ist es auch bei vielen Vereinen, bei Firmen, überall ist das ja das Gleiche. Keiner weiß im Moment, wie gehe ich mit Corona um, was kommt nach Corona, wie geht es weiter. Wir können zwar zusammen oder wir machen zusammen Musik, wir können zwar einzeln jeder ein bisschen was trainieren und machen, aber unsere Hauptstärke liegt ja darin, gemeinsam zu musizieren. Ja? Das wirkt sich nicht nur auf die Übungsstunden aus, das wirkt sich natürlich auf alles andere aus. Wir hätten schon Einsätze gehabt zu irgendwelchen Auftritten, zu irgendwelchen Fackelumzügen, zu irgendwelchen Geburtstagsfeiern, was ja dank Corona jetzt alles im Moment ein bisschen ruht. Ja, es ruhen natürlich dann auch nicht nur unsere Einsätze und unsere Übungsstunden, es ruht auch das Finanzielle. Ja, das wird alle Firmen, Vereine, denen wird so gehen wie uns, die werden sagen, was habe ich jetzt, was mache ich dann, wie geht's weiter. Es gibt Förderprogramme, aber für jeden Einzelnen passend. Das hat sicherlich auch die Bundesregierung nicht im Petto. Auch die großen Übungslager, die er sonst durchführt, sind im Moment wahrscheinlich stehen auch in den Sternen. Ja, es ist alles in den Sternen. Wir hatten jetzt schon zwei Trainingstage gehabt mit dem Erwachsenenkollektiv. Wir waren im letzten Jahr nicht dabei in Hettstedt, haben uns aber vorgenommen, in diesem Jahr neu dabei zu sein. Wir haben einen neuen Arrangeur gefunden, haben eine neue Musik, haben auch die Musik einstudiert, haben schon gemeinsam mit dem Arrangeur einige Übungsstunden hinter uns. Wir hätten jetzt schon zwei Trainingstage mit dem Erwachsenen gehabt, die natürlich durch dieses Kontaktverbot oder dieses ruhende Vereinsleben jetzt nicht stattgefunden haben. Wir werden mit unseren Kindern im April in der Touristenstation, also jetzt Bildungsstätte, in Alsdorf draußen gewesen bei der Frau Weithauser. Das findet auch nicht oder hat auch nicht stattgefunden. Natürlich schade für die Kinder. Das ist immer so eine Sache, wo sie ein bisschen Zusammenhalt kriegen, wo wir abends auch mal ein bisschen was anderes machen, außer trainieren. Ja, wo wir eine Nachtwanderung machen, wo wir am Lagerfeuer sitzen, wo wir ein paar Spiele machen, die Kinder untereinander sich ein bisschen besser kennenlernen. Das ruht jetzt alles, das steht. Ja, es ist alles schwierig. Wir können nichts planen, ja. Es sieht ja aber nicht nur uns so. Wir wissen nicht, was ist Pfingsten. Pfingsten sind wir immer hier eingebunden. Wir sind von Freitagabend bis Dienstag unterwegs in Alsdorf in Zierroda, ja. Wir haben keine Chance. Wir wissen nicht, die Pfingstburschen wissen selbst nicht, was wird. Ja, dann geht's weiter. Wir haben eine neue Feuerwehr, eine sehr schöne. Die sollte eröffnet werden. Wir wären dabei gewesen. Das fällt ins Wasser. Also sind alles so Sachen. Sind sicherlich für manche Leute kleine Dinge. Aber für uns sind sie halt groß. So ist auch die Landesmeisterschaft der Spielmannszüge am 11. Juli 2020 in Hasselfelde jetzt abgesagt worden. Doch irgendwann ist die Krise vorbei und, so hofft auch Steffi Klim, spielt die Formation wieder munter auf wie eh und je.